Baum, Baum, wir hatten den Baum dahingestellt. Jason, mein Jason, wie geht es dir? Ach, siehst du, hab ich vergessen. Hallo, Jason. Gerade so beschäftigt. Ich habe schon 10 Streams gesehen, aber die Meldung weggedrückt. Ja, es ist ja... Ich weiß nicht, ob man diese Meldung haben muss, also... Kann mir jemand mal kurz eine Antwort geben? Ich hatte wie einige andere auch so eine bunte Ziege freigeschaltet. Wo finde ich die denn wieder? Bunte Ziege? Ja, die Ziege mit der bunten Sonnenbrille. In diesem Spiel? Nein. Mensch, unter den Emojis. Ach so. Ja, unter den Emojis findest du die. Diese hier ist das. Warte mal. So. Sehr schön. Unter den Emojis. Und der Suchfunktion unter Goat. Schreibt Frau. Oh. Ich sollte aufhören, Chat zu lesen und gleichzeitig zu fahren. Ja, er hat sie. Ihr seid gut. Es geht heute weitestgehend das Krankenbett. Was? Hüte weitgehend das Krankenbett aktuell? Ah, Jason. Ich schüttel mein blondes Haupt. Ich wünsche dir natürlich gute Besserung. Von mir auch gute Besserung. Bei mir ist, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Alles gut. Zweimal. Oh. So, einmal absetzen. So, während ich hier ablade, kann ich mir mal einen Schluck Tee gönnen, bevor der ganz kalt ist. So, das ist erledigt. Jason, der Short ist cool, oder? Hast du denn auch endlich gesehen, wie ich gelandet bin? Die Lehrer sollten wieder anfangen, den Schülern und den Lehrern endlich wieder Respekt und Höflichkeit bei. Ja, Respekt und Höflichkeit ist wirklich so ein Ding. Da bin ich ganz bei dir, Guru. Da bin ich ganz bei dir. Wir haben gar keinen vernünftigen Schwader, wa? Wieso nicht? Ja, wir haben nur dieses kleine. Oh, der Tee hier. Ist scharf. Ich glaube, da war Ingwer drin. Eieieiei. Oh, oi. Ei. Oi. Oh, ich glaube, da war ei. Oh, den Ingwer. Ich weiß nicht, warte, ich guck. Bin nicht hinterher. Nummer 11. Ich hänge hinterher. Genau das verkehrte Gerät. Ja, es brennt der Mund, aber richtig. Wo ist die Beinpresse? Ich glaube wieder in der Halle. Ah, okay. Du hattest sie, glaube ich, zum letzten Mal und hattest sie, glaube ich, wieder reingestellt. Hast du meinen Traktor genommen? Nein, ich bin mit meinem unterwegs. Deiner steht mit dem Anhänger auf dem Feld. Ja, toll. Dann muss ich jetzt den Kleinen... Schafft der Kleine das hier? Was denn? Die Ballenpresse? Nee.
Ah ne, das ist dein JCB, ne, den ich jetzt habe. Nein, das ist der ganz kleine. Wo sind... JCB, da sitze ich drinne. Willst du den JCB denn nehmen? Schafft der Kleine das nicht? Nee, der Kleine schafft das nicht. Dann musst du den JCB hier nehmen. Ja, dann nehme ich den JCB, geh mal raus. Warte mal, warte. Ich muss den Schwader noch abstellen. Den Fender. So. 300 Bits, dankeschön! Oh mein Gott, Lavisinchen, dankeschön! Für den Wender dürfte das reichen. Aber ich guck gerade, Schwader ist echt. Links. Vorderradlenkung, jawohl. Dankeschön, Lavisinchen, für deine 300 Bits und die 30 Bits, die dazugekommen sind. Einer wundervollen Landung, genau, geschmeidig wie eine geflügelte Gazelle. Naja, wenn ich an die Landung denke, die du beim Autohaus gemacht hast. Na, Schwader, da haben wir was. Ich denke, dass die Schulform von 1965 wieder eingefügt und eingefügen. Damit man wieder was lernt. Ja, ich bin, also nicht vielleicht die von 65, aber ich sag jetzt mal so ein bisschen später schon noch, aber nicht so. Der Trecker ist wunderschön. Das ist Philipp sein JCB. Philipp, was muss ich jetzt bei dem Dings einstellen? Oder soll das... Einfach fahren. Das ist ja Stroh, das wickelt er ja nicht. Okay, bist du sicher? Ja. Okay. Ich würde einen größeren Schwader mieten wollen für 1,6. Ja. Ich bin froh, dass Dominik nicht da ist. Dann würde jetzt ein Herzkasper kriegen, dass ich sage, du darfst einfach Geld ausgeben. So, dann knall ich mir den vorne dran und dann holen wir das andere Teil hinten ab. So. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Kunst, kommt von Können und so. Jetzt muss ich nämlich mal ein bisschen rückwärts. Ich hätte ja auch meinen Traktor nehmen können. Oder du kannst ja auch meinen nehmen, wenn du möchtest. Ja, da ist aber der Anhänger dran, das lassen wir mal. Ich hab den kleinen, das reicht. Zum Wenden und zum Schwadern reicht's. Okay, ich habe mir jetzt den Wender vorne rangehängt und dann fahre ich rüber und hole den Schwader vom Händler. Naja, wenn du das sagst, ich wollte es dir nur angeboten haben. Ja, alles gut. Nicht, dass es wieder heißt hier Andrina und so, ne? Dafür reicht es. Bloß für die Presse, das wäre nie was geworden. Ist zu schwer. Bei mir ist es immer geil, der Sturzflug. Verlögt sich und wünscht einen. Ruh dich gut aus, lieber Jason, ruh dich gut aus. Genau. Ruh dich aus. So. Und schon geht's los zum Grasfeld. Der macht gar nichts. Ihn doch angemacht werden. Die Teilbreite kannst du auch breiter machen. Die Teilbreite. Ja, worauf musst du erst ausmachen? Ich muss den erst abschalten. Ja. X, so. Oh, nun kommt, Leute, Fahrt. So komme ich nicht von der Zufahrt runter, Mensch. Ja, aber wie mache ich die Teilbreite? Aber ist beide rechts, ist schon sehen. Ich sehe schon. So. Jetzt nehme ich volle Breite. So, Ballenpresse anschalten. Ich müsste ihn vielleicht auch mal senken, das wäre meine Maßnahme. Dann würde der nämlich auch ganz gut was tun. Das wäre vom Vorteil. Ja, den einen Zuppeln muss ich da hinten nachher mitnehmen. So, los geht's. Och, ja, das ist natürlich... Irgendwie hänge ich hier gerade mit dem Schwader voll im Auto. Komm hier nicht weg.
Ja, das Absenken habe ich tatsächlich vergessen, Sigi, das stimmt. Absenken habe ich tatsächlich vergessen. Wie ich immer noch diese Ballenpresse liebe, ganz ehrlich. Ja, die dürfte jetzt wieder 17 km/h oder so fahren. Ja, genau, die fährt 17 km/h. Ohne Wickeln. Halt! Was suchst du hier, Freundchen? Du hast den Hund gefunden. Ja, der ist bei der Getreide-AG. Bringst du ihn mal bitte nach Hause? Ja, ich versuche es gerade. Moment, ich muss erstmal den richtigen Knoppi finden. Komm her hier. Bei Fuß. Hallo Fabian und hallo Dominik. Feldverstümmler. Hallo Fabian, hallo Dominik. So, mitkommen, Freundchen. Mitten durchs Maisfeld. Hauptsache, er findet mich auch. Ich hoffe, dass ich in die richtige Richtung laufe. Also da kommt schon mal ein Baum. Achtung, Baum. Okay, jetzt gucke ich ein Feld an und hoffe, dass der Hund irgendwo ankommt. Hallo? Hans-Jochen Strolchi! Hallo? Da! Da ist er! Einer, Junge, mitkommen! Jetzt rein, da geht's rein. Dieser Hund, ganz ehrlich. Deiner. Ach, der Dennis ist wieder meiner. Na, dir läuft er ja ständig weg. Und mir hast du ihn ja weggenommen. Du hast ihn mir ja abspenstig gemacht. Dass er nicht gehorcht, liegt ja nicht an mir. Fahr ihn nicht über, er läuft da übers Feld, ne? Was? Ich würde ihn nie überfahren. Ah, nee, jetzt. So. Der arme Hans-Jochen Strolchi, wirklich jetzt mal. Der soll da Sitz machen. Guck mal, jetzt kann ich ihn auch wieder füttern, siehst du. Kaum ist er wieder in der Nähe, dann geht er füttern nämlich auch. Der ist ausgehungert, solange wie der weg war. So, nochmal streicheln. Sagte sie und es rumpelte verdächtig. Nee. So, du bleibst jetzt hier. Guck auf Bild, da siehst du, ne? Da ist mein Trecker. Hey, du. Dachte, ich guck nicht richtig hier. Bei der Getreidemühle rennt er rum. Du hast den Verkehr aufgehalten. Das ist mir so egal. Die können warten, bis ich den Hund zu Hause hab. Der braucht ein großes Haus. Glaub auch, du musst ihm eine neue Hundehütte bauen. Ich werde daran denken. Eine Villa, sozusagen. Ja, eine Hundevilla. Ja. Mit Schlafplatz, mit Terrasse, mit extra Behalterung für die Näpfe. Hallo Michael. Man sieht sehr viel, ne? Moin. Guten Abend, Michael. Das heißt nicht guten Abend, das heißt Moin. Michael ist Hamburger, genauso wie ich. Moin, Moin. Nee, nicht Moin, Moin. Moin, Moin ist Gesabbel. Bin zwar nur ein Dazugezogener, aber egal. Wie beim Wiederfinden erwähnen. So. Einmal Moin reicht, siehst du? Hummel, Hummel, Mors, Mors. Aber ich glaube, das kennt jeder, oder? Kennt das wirklich nur Hamburger? Ich weiß es nicht. Genau, Michael, genau. Ach, so. Bums. Michael kann das, gut. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Zeitmangel. Zeitmangel ist echt. Das ist das Schlimmste, was es gibt, Fabian.
Das ist echt das Schlimmste, was es gibt. Ich wünsche dir trotzdem, dass du das alles, was du noch vorhast, ein bisschen ruhiger gestaltest. Ansonsten brettert es dich so schnell weg. Ich wünsche dir natürlich einen schönen restlichen Abend. Und Dankeschön, dass du ein Auge hier reingeworfen hast bei uns. Das finde ich schön. Abend noch, Fabian. So, angeschmissen, abgesenkt, los, Guide. Eine Hunde im amerikanischen Stil, ja, ja. Beringer sagt, das kennen nur Hamburger, ja, ja, wahrscheinlich. Wenn du jetzt hier mal zum Konzert gehst und es kommen wirklich welche, die so ein bisschen mit ihrem Publikum agieren, die sagen dann auch immer Hummel, Hummel und erwarten dann, bis das Publikum Mors, Mors grünzt, grölt, nicht grunzt, grölt. Mach, mach, also wirklich. Mir hat mal jemand gesagt, vormittags moin moin, abmittag dann nur noch moin. Also hier sagt man eigentlich, ob morgens, mittags oder abends immer moin. Sehr schön. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin mit den Ballen fast fertig. Ich habe nur leider sehr schlecht gemäht. Also die Linien sind nicht so ganz gerade bei mir. Brauchst du die Ballenpresse oder was? Nö, ich frage nur, ob ich hinkommen muss, den Anhänger leeren oder so. Der Anhänger ist relativ voll, also... Ja, ich muss ja nachher sowieso wegbringen und den Anhänger dann rüberstellen, deswegen. Also der Drescher ist leer und der Anhänger, da ist alles drin. Muss mal gucken. Feld 48 da. Oh, gut in der Nähe. Neben dem Händler. Kann ich da mit Schneidwerk dran oder muss ich ablegen? Ja, ich würde es ablegen. Du müsstest durch die 30-Zone. Oh, diese Hunde, ne? Pro Stream einmal, ne? Echt. Das muss sein. Die nur sagen, dass sie auch noch da sind. Das mit dem Hund ist ein gutes Beispiel für künstliche Intelligenz. Also, wo ich weiß, dass die aus Hamburg kommen, sind der Ron, der dienstags immer Seven Days mitspielt. Bei Michael Fritschen weiß ich's. Bei Funditch weiß ich's. Ja, und wir halt, ne? War noch jemand? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ihr würdet einen größeren Ballenanhänger benötigen, ja. Ich glaube, da werden wir auf Sicht ran müssen, aber... Der ist nicht allzu teuer. Wir könnten uns den ganz großen mit einem Dolly leisten. Ich will keinen Ballenanhänger mit einem Dolly. Was ist denn mit dem roten, den wir sonst immer hatten? Früher... Mit dem zum Aufladen. Ja, genau, mit der Gabel. Der teuer oder was? Genau, Sigi ist immer noch Oldenburger. Oldenburger Jung. Rundballen. 125er bis 180er Rundballen. 50.500. Wollten wir jetzt, was wollten wir kaufen? Pack für einen Freund. Ballenanhänger? Nein, ich meine jetzt. Was war das nächste, was wir uns leisten wollten? Das nächste, was wir uns leisten wollten, wir wollten mal gucken, ob wir uns schon mal irgendwie eine Produktion leisten können. Ne? Wir wollten uns diese Freifläche holen. Muss warten. Dann erstmal Ballenanhänger. So, die Ballen liegen hier. Hier ist jetzt noch ein Angefangener, ne? Jo.
Frau Flo ist in der Schweiz. Österreich. Österreich, so rum. Österreich, ne? Giulio war Schweiz, ne? Schweiz und. Genau, Giulio war Schweiz. Frau Flo war, glaube ich, Österreich. Genau. Ich war so gegen frühen Vormittag, gegen 11 Uhr beim Edeka am Hafen. Da war auch Moin, genau. Olli hat noch geschrieben, Moin hat sprachlich nichts mit dem Wort Morgen zu tun. Wie in der Umgebung, ja. Da kommt der Hans zum Beispiel auch her. So, hast du den jetzt gekauft? Nein, soll ich dir den kaufen? Ja, würde ich sagen, oder? Den angefangenen Ball lasse ich jetzt hier drin, oder was? Ja, den spuckt er spätestens dann aus, wenn was nachkommt. Okay. Dann fahre ich jetzt zum Händler. Schnappi, schnapp. So. Thüringen. Erfurt. Thüringen, Erfurt. Fällt mir da als erstes ein. Oberfranken in Bayern. Okay. Hockst du mal auch aus Thüringen? Guck, Beringer. Siehste. Auch nicht alleine. Moin heißt wohl Tag oder Hallo. Kannst du auch als Hallo nehmen. Weil Hallo sagst du ja auch morgens, mittags, abends. Zum Beispiel. Also ich habe heute auch schon jemanden gesehen, der in meiner Nähe ist. Das ist der Freizeitsurfer. Der ist in meiner Nähe. Ach ja, das war ja da oben an der Küste, ne? Genau. Und der... Ostthüringen. Oder der André mit aus Rostock, glaube ich. Jo. Jo. Gott sei Dank, das war noch gelb. Hätte ich jetzt hier noch 3 Stunden warten müssen. So. Arbeitsstellung X. Ja. Warte mal. Das ist tatsächlich der Traktor. Ja. Guck mal, was der Sigi alles sieht, du. Ja, das Feld schafft es noch. Guck mal, was der Sigi alles schafft. Ja, ich habe vorhin nur auf die grüne Leiste geachtet, weißt du? Weil ich neben der Tanke durchgefahren bin. Ja. Die habe ich geachtet. Den mag ich, diesen Ballenanhänger hier. Den finde ich gut. Ich glaube, 24 Stück passen drauf. Das ist viel besser, na klar. Aber wir müssen ja immer nach Geld gehen, Sigi. Das ist ja nun mal... Genau. Das Ding ist jetzt aber auch, hier passen wirklich nur Rundballen drauf. Ja, und dann können wir den kleinen. In den Missionen sind ja ab und zu auch Quaderballen gewesen. Da wäre das sehr ungünstig gewesen. Guten Abend, Jürgen. Jürgen! Mein Jürgen! Einen wunderschönen. Nach Rostock möchtest du auch mal gerne wieder hin, Krigi? Oh, Rostock ist eine schöne Stadt.
Ja. In Rostock wohnt meine Schwester.